Liebe Freunde, hier ist euer Fadi. Willkommen zurück zu einer neuen Staffel von RimWorld, ihr Lieben. Und zu unserer Kolonie, die neueste Staffel jetzt auch nach dem Urlaub. Und bevor es hier losgeht, muss ich mich nochmal entschuldigen. Vor lauter Vorfreude hatte ich ja die letzte Staffel so ein bisschen Twitch-Aufnahmen genommen und so ein bisschen noch Aufnahmen dazu gemacht. Ich habe aber irgendwie die Reihenfolge nicht ganz hinbekommen. Die waren falsch beschriftet. Also die erste Folge kam erst zum Schluss. Und so ein bisschen Kuddelmuddel. Es war nicht alles so korrekt der Reihenfolge nach hochgeladen. Auch nicht richtig beschriftet oder so. Ich habe das jetzt sortiert in der Playlist. Müsste das wieder in Ordnung sein. Entschuldigt so das kleine Malheurchen. Aber sonst passt auch alles. So, in der ganz letzten Folge haben wir hier zum Besuch bekommen. Ich hasse es. Es sind echt eigentlich nicht wenige Mechanoiden hier. Es graut mir jedes Mal vor denen. Die haben jetzt irgendwie so einen Entlauber mit. Ich überlege mir gerade, also solange die wäre nicht hier meine Gewächshäuser tangiert, wäre mir das eigentlich egal, um ehrlich zu sein. Also müsste ich mich nicht weiter drum kümmern. Ich weiß es aber nicht. Also ich habe keine Ahnung, ob das so ist oder nicht. Deswegen werde ich jetzt erstmal sagen, dass wir da gar nicht erstmal hingehen. Wir hatten doch hier, ach nee, das ist der Verteidigungsring. Da wollte ich mal so eigentlich die Bäume wegbauen. Das war so mein Ziel bei der ganzen Geschichte. Dazu kommen wir noch. Was hatte ich hier noch für Gebiete? Dann hatten wir das Gebiet 1. Das war das hier. Also Gebiet 1. War das? Das werde ich mal jetzt nochmal hier verkleinern. Also unsere Leute sollen hier nicht hinkommen. Bitte. Also das hier mal bitte meiden. Erlaubtes Gebiet verkleinern. So. Hier mal bitte außen vor lassen. Da wollen wir nicht hin. Machen wir da mal so. Hier gar nicht erstmal hinkommen. Und dann machen wir uns darüber dann Gedanken. So, wie wir damit vorgehen wollen und wie nicht. Dann würde ich sagen, dass wir hier das dann natürlich wieder erlauben. Klaro, ja, hier ist ja nichts mehr, was uns stört. Und ja, wie wir damit umgehen, das müssen wir uns echt nochmal überlegen. Ne? Also, ich weiß es noch nicht. Werden wir sehen. Werden wir sehen. Das ist einmal schon mal eingerichtet. Da werde ich mal die Leute auch schon mal einteilen, dass die auch nur dahin gehen sollen. So, wo war das? Ich muss das jedes Mal suchen, ne? Hier, so. Heim ist klar. Gebiet 1. Alle anderen Kolonisten, bitte Gebiet 1. Ich will mal noch mal kurz gucken, wo die Tiger so rumlaufen. Die habe ich ja so im Heimgebiet. Vielleicht mache ich mal für die ein neues Gebiet. Ich will mal kurz schauen, was haben wir denn so an Gebieten? Und ich suche schon wieder. Das ist so irre. Hier ist es nicht. Da auch nicht. Ich hab's so. Gebiete verwalten. Das nenne ich mal jetzt um Mex, nenne ich das mal. Mex Mensch. Dann ja, Tragetiere wird ja gerade nicht benutzt. Verteidigungsring, Sicherheit, Haustiere. Nehme ich auch mal raus. Sicherheit. Wo ist denn das Gebiet Sicherheit eigentlich? Das nehme ich auch mal raus. Das kann man später nochmal einrichten. Haustiere.
Ja, ich guck mal, dass ich die Haustiere hier mal, die Zone nochmal optimiere. So, Haustiere. Die sollen hier mal nicht mit rein. Das passt irgendwie nicht. So, hier können die gerne mit rein. Sonst, ja, in die Quartiere auch nicht unbedingt, ne? Nehmen wir mal raus. So, hier bitte auch nicht rein. Wobei, hier ja schon, ne? Gebiet erweitern, Haustiere. Das muss auch mal so sortiert werden. Das ist auch wichtig. Hier nicht. Die können meinetwegen auch gerne hier rumlaufen. Wo noch? Sonst ist, glaube ich, alles erlaubt. Ah, hier unten sollte ich das nochmal rausnehmen. Haustiere. Bitte dieses Gebiet auch meiden. Also hier gehen wir nicht mehr hin. So. Dann, wie sieht's aus? Hatten wir unser Kibbellager noch hier? Ja, ne? Ja. Produzieren wir denn noch Kibbel? Eigentlich ja, ne? Wenn denn genug Heu da ist. Ja. Das wäre dann auch schon mal gemacht. So. Die Tiere werde ich dann mal auch... Die Tiger werde ich... Das werde ich dann auch mal erlauben. Alter, wir haben zu viele, ne? Alter, das muss echt gemacht werden. So, das wäre auch schon mal geklärt. Und ja, wir werden abwarten müssen. Ich will noch mal schauen. Oh, wir haben echt nicht ohne Aufgaben Sturmgewehr herstellen. Wir haben echt ordentlich Sturmgewehre da. Dann will ich die Leute auch mal ausrüsten. Menino hat nichts, Duago, Bokroy hat ein Sturmgewehr. Xigua könnte sich ein Sturmgewehr gönnen. Bewaffne dich mit einem Sturmgewehr. Dann ist Ruslan unser Jäger eigentlich. Das muss ich mal gucken, wer jagt. Ja, Ruslan jagt. Gut, Jace. Schauen wir auch mal an. Jace im Inventar. Ja, Jace könnte auch eine bekommen. Jace, bitte. Dann Bagger. Bagger auch. Olli. Hat schon, Kalom auch, Makoto hat schon, hier, Makoto hat schon, Navarro nicht, ne, ja, Navarro holt sich den, Bagger holt sich den, Jace den, ups, Moment. Inventar. Duago, Rodriguez, Anfisa, Brody, Xigua. Bewaffnet sich mit... Hm.
Jo, Xegua. Ruslan fischt hier entspannt. Jace holt sich den. Berger den. Navarro den. So, Thorn. Thorn kann sich auch eine Waffe gönnen. Thorn gönnt sich mal diese hier. Aurelia. Oh, jetzt habe ich schon wieder nicht geguckt, ne? Ja, Aurelia nimmt den. Dann Elysia. Bareto und Litea. Ja, Elysia noch, ne? So, das hätten wir jetzt auch mal geklärt. Die Leute sollen sich mal bewaffnen. Hier der Bau geht natürlich weiter. Das muss geklärt werden. Die Stelle. Ich werde dann nochmal das Teil hier montieren gleich. Gleich in diesen Bereich. Oder gleich so hier hin, ne? Also, wie machen wir das? Also, ich könnte mir vorstellen, dass ich hier oben erstmal die Pferde reinmache. So. Kommt das hier mal neu montieren hier. Hier ist ja ein Schloss. Da bin ich mal gespannt. Holen wir mal die Pferde rüber. Ach, wir haben gerade keine Forschung, ne? Wird denn die Nuklearforschung gerade betrieben? Da muss ich mal kurz gucken. Start Project. Ah, da brauchen wir Research Reactor, den wir ja hier bauen werden. Aber wir holen hier erstmal das Metall raus. Das läuft ja jetzt auch noch nebenbei. So. Aber solange wir auf das warten, mache ich dann hier weiter, ne? Canning hatten wir jetzt gemacht. Hier ist alles schon auf der ersten Row gemacht. Solarmodule könnten wir automatisch. Ich mache mal Automatiktüren. Forschen wir mal die Automatiktüren. Und ich glaube, Männchen, Weibchen, Pferde. Alles klar. Rüber damit. Lager. Ich werde das hier erstmal noch nicht machen. Ich werde das erstmal hier hinstellen. So. Dafür werde ich Folgendes tun. Zone. Lager. Und dann kopiere ich mal die Einstellung. Füge sie mal hier ein. Und dieser Lagerbereich wird jetzt gelöscht. Hier ist ja noch nichts erlaubt.
Wird auch ein kritisches Lager natürlich. So. Ich werde die Haustiere hier mal nicht erlauben. Ach, der Tiger hat dort gejagt. Jo, gerne, kein Thema. So, das wäre dann jetzt auch mal gemacht. Dann... Ja, echt interessant. Bin gespannt, wo das hier jetzt hinführt. Ich könnte mir mal hier vorstellen... dass wir erstmal hier Heu mal erlauben. Ach, ich muss hier ja nochmal kühlen, ne? Temperatur. Kältemittelleitung. Wo holen wir die her? Ja, ich würde mal sagen... Holen wir sie mal hier her. Wir legen das einmal hier so durch. Und wie sieht es mit den Stromleitungen aus? Ich will hier auch Licht haben. Jo, Stromleitungen sind verlegt. Dann... Ja. Eher mit dem Licht. Mal Licht dran. So. So, im weiteren Verlauf. Hier müssen wir mal gucken. Ich könnte mir hier natürlich auch vorstellen, Möbel, ne, hat mir gesagt. Tierschlafplätze natürlich zu setzen. Diese Entlaubergeschichte für uns ein Issue wird, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Ja, dann überlege ich nochmal irgendwie, ja, dann nimmt man sonst die Schweine erstmal rüber. Wird echt noch spannend. Hier geht es natürlich weiter.
Wahnsinn, wie das hier so weit gekommen ist, Leute. So, beim Manager-Geschichte, bei dem Manager muss ich mal kurz gucken. Aktuell so bei den Pferden, ne? Zwei Female Erwachsene. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Wir haben 16 Plätze. Vier. Zwölf können noch. Dann 10 Mail. Und 2 Female können immer bleiben. Habe ich das jetzt gespeichert? Jo, ist gespeichert. Ja, und danach hören wir damit erstmal auf. Mit der Waffenproduktion. So. Was läuft hier noch? Ich überlege, ob ich hier nochmal so Tierleichen verbrennen soll. Das ist gestoppt. Na, dazu kommen wir noch. Okay, ich habe vergessen, nochmal schneller laufen zu lassen. Das machen wir mal. Und an sich können wir jetzt... Ja, wir nehmen mal die Schweine rüber. Neu montieren. Hier, dann kommen hier auch mal gleich... Strukturen, Befehle, ne? Wo haben wir das? Lager... Möbel waren das, ne? Genau, Möbel. So. Dann würde ich hier mal nochmal einen Lagerplatz hinbauen. Befehle. Oh, come on. So. Jetzt kommt hier auch mal ein bisschen Strom ran. Eieiei, hier kann ja auch echt noch ordentlich was abgebaut werden. Wir tun's auch mal. Das ist neu. Ah, Einzelentspannungen. Ach, Quarz. Okay, Entspannung. Jo. Jo, fein. So, ja, um die Entspannung, ja,
Entspannung ist sehr wichtig anscheinend. Da müssen wir echt mal gucken, wie wir das organisieren. Ab der nächsten Folge, ihr Lieben. Danke euch fürs Zuschauen. Macht's bis dahin gut. Ciao, ciao. Euer Fadi.